Was für ein schöner Arbeitstag. Fangen wir gleich mal an. Schade, Leute. Schade, schade. Sehr schade. Alter, wir sind ja voll schlecht in der Trainerwertung. Was ist das denn? Achso, ich glaube, weil ich nicht selber trainiere, sondern simuliere deswegen. Wieder trainieren. Komm, wir machen mal selber was. Heute stehen was? Trainer, bitte. Sehr schön. Sieht schon mal gut aus. Der Kopfball und Volleys. Das leeres Tor trifft er nicht. Mehr Einsatz. Egal. So. Hat sich die Trainerwertung geändert? Komm. Zeig mir Ergebnisse. Ja, ein bisschen. Also müssen wir selber trainieren. Nicht simulieren. Dauert immer ein bisschen, ne? So gegen den Spieler. Liverpool. Okay. Anscheinend haben wir das letzte Spiel gewonnen, sehe ich gerade. Wieder nur 3 Punkte Unterschied zum ersten. Aber wir dürfen leider nicht spielen. Wir haben gewonnen, 2-1. Jawoll. Wir müssen wieder selber trainieren.
Gegen Burnley spielen, wa? Eigentlich habe ich gar keine Lust, Training selber zu machen. Ich simuliere mal trotzdem weiter. H1-1, ey. Hat sehr viel geholfen. Zu Hause. Crystal Palace spielen wir als nächstes. Alex, Haben Sie einen Moment, Mr. heute Butler? ist viel los, Junge. Wir reden morgen früh, okay? Jetzt wäre mir lieber. Schön, schieß los. Ich denke, ich bin bereit für das nächste FA Cup-Spiel. Die letzten zwei habe ich von der Tribüne aus gesehen und Sie hatten recht, FA Cup-Spiele sind anders. Ich kann's jetzt. Klingt wie ein Mann mit einer Mission, Hunter. Finde ich gut. FA Cup. Mein Großvater hat den Cup nie geholt. Ich rede mit dem Trainer. Ich verspreche nichts. War es das? Also müssen wir uns Hoffnung machen, dass wir eingesetzt werden im FA Cup Spiel. Und wir sind kurz davor, bald die 70er Wertung zu erreichen. Aber leider dürfen wir immer noch nicht ran. Ah, wir dürfen ran. Team. Na gut, ne? Ah, Teamspiel. Okay, falls es jemand von euch noch nicht wissen sollte, der FA Cup ist kein gewöhnlicher Pokal, sondern eins der ältesten und besten Pokalturniere der Welt. Leidenschaft, Dramatik, Sensationen, Helden, Ruhm, alles dabei. Einige der besten Spieler aller Zeiten haben diese Trophäe gewonnen. Drake, Lofthouse, Estel, George, Hoddle, Cantona, Drogba und Owen. Jeder von ihnen träumte als Kind davon, den Siegtreffer im FA Cup-Finale zu schießen. Und jeder von ihnen hat sich damit unsterblich gemacht. Wer von euch will auch in die Geschichtsbücher? Ich will Leidenschaft und Einsatz sehen. Aber Kontrolle will ich auch auf dem Platz sehen. Jetzt legt los und holt den Einzug in die nächste Runde. Diese Los Bretonen geht's. spielen wir an die Wand. Alles klar, Lili. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich bin ein Gewinner. So Leute, wir dürfen im FA Cup Spiel ran. Wenn ich mir das Der erste Auftritt heute also für Alex Hunter im FA Cup Bushi. Und in diesem Wettbewerb stecken so viele Geschichten. Das ist Tradition pur. Übrigens konnte Hunters Großvater Jim hätten wir voll den gemacht, FA ey, Cup Arsch. nie gewinnen. Und das, obwohl er sonst so erfolgreich war. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie Ey, halten das und gibt's dann doch nicht. versuchen, die Bälle scharf einzubringen. Da haben wir die Startaufstellung von Crystal Palace. Sie treten hier nur mit einem Stürmer an, Buschi. Gibt ja viele Teams, die das mittlerweile so Da machen. wollte Und ich das nicht geht hin. auch, wenn entsprechend aus dem Mittelfeld die Unterstützung kommt. MacArthur. Jetzt wird's gefährlich. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten Sie die Defensive überraschen. Philipp Bernard. Alex Hunter. Philipp Bernard am Ball.
Er entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Alex Hunter. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Nolito! Ja! Ah, schade. Gute Aktion vom Torhüter. Der war so gut. Jetzt Gündoğan. Klischee. Hallo, Frau. Er gut und gibt Freistoß. Jetzt Hunter. Er kommt hier mit Hunter dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Sehr schön. Der Ball war vielleicht einen Tick zu hoch. Dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Alex Hunters Großvater Jim hat ja unheimlich viel gewonnen, Buschi, aber den FA Cup nicht. Ja, und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn Alex das irgendwann schafft, würde das auch seinen Großvater extrem freuen. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Und die Chance. Das macht er doch gut. Den Ball hat er. Di Maria. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Das macht er gut. Jetzt haben sie den Ball verloren. Manchester City als Club ist ja schon ein wenig so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Tradition trifft auf arabische Finanzkraft. Also den Citizens kann man vieles absprechen, aber nicht die Tradition. 1880 gegründet. Trotzdem, es gibt ja immer wieder diese negativen Stimmen, vor allem was den Einstieg der Investoren betrifft. Sagen wir es mal so, vorher war ein nachhaltig... Und er schießt! Ah, oh, er geht abseits, da war der Spieler durch. Gündoğan. Klasse Tackling. Wird das eine Torchance? Das wird nicht gefährlich. Sie haben den Ball. Nolito jetzt. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Geh, lauf in die Tiefe. Lauf doch ja, in die Tiefe, Mann. Gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. MacArthur. Den Ball holt er sich. Da gewinnt er den Zweikampf. Und jetzt Di Maria mit Zug nach vorne. Di Maria! Ja, Mann, Tor! Tor durch Angel Di Maria! Sehr schönes Tor. In Robben-Style. Super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen, Wolf, mit ganz wenig Kraft und viel Gefühl versenkt. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Delaney. Zaha. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Fairer Einsatz hier. Alex Hunter. Knapp abseits, aber das wäre auch nicht wirklich gefährlich geworden. Alex Hunter. Halbzeit in diesem Viertelfinale. Komm, ich will mehr Tore haben. Sehr viel mehr. Hunter hatte eben die Chance gehabt. Mal gesehen. Aber. Wechsel jetzt bei Man City. Von war. Wie wurde da eingesetzt? Fernando, okay. Der zweite Durchgang in diesem so, FA Cup Viertelfinale ist angepfiffen. Und wir werden sehen, wer sich hier am Ende durchsetzen kann. MacArthur und Benteke. Jetzt müssen sie aufpassen. Defensiv machen sie es gut. Jetzt Gündoğan. Philipp Bernard. Ah, was ist das? Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Mann. Suarez.
MacArthur. Da kann er ihn stoppen. Philipp Bernard. Oh komm, Alex, Alex, komm, komm, komm. Ah, schade. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Mann. Die Gäste werden wechseln. Wird's jetzt gefährlich? Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Nolito am Ball. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Man City will jetzt wechseln. Geht er rein? Den Versuch Schade. Setzt er doch ein paar Meter neben das Tor. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Ich genauso, Wolf. Oh, Mann, oh Mann. Hauptsache, wir haben ein Tor. Das ist das Wichtigste, damit wir weiterkommen und weiter für Aufsehen sorgen. Ich finde das nur ein bisschen blöd, dass ich hier nicht auf X weiter drücken kann. Dass er nicht spoilern kann. Das dauert mir zu lange. Oh mein Mann. Nee, ne? Achso, wir wurden ausgewechselt. Blöd. Jetzt kassieren wir locker ein Tor. Ah, 3-0 gewonnen. Sehr schön. Sehr schön. Was? Viel schlechter sind wir geworden. Bei der Bewertung. So, Leute. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle von mir. Wir machen in der nächsten Folge weiter mit dem Derby. Entschuldige. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn es euch bis hierhin gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Khalid und ciao.